Okay. Guck mal, ob hier ein Rezept dafür da ist. Dirty Water, Clean Water. Nee. Mach das mal weiter. Das scheint doch eine Fabrik zu sein. Nimm mal eine Fabrik. Du stellst bitte her. Fragezeichen. Nee. Dietech Intermediates? Nein. Warum ist das jetzt hier nicht mit aufgeführt? Das ist sehr unpraktisch. Nee, wird doch eine Zentrifuge sein. Gut, dann brauchen wir davon noch einen. Also brauchen wir wieder mehr Zahnräder. Die holen wir uns hier oben, dann passt das. Eisen hat wieder angehalten zu produzieren. Warum? Ja, da ist jetzt nichts mehr. Warum hast du aufgehört, Eisen anzuliefern? Hast flüssiges Eisen, aber du willst aber nicht genug. Oh, weil kein Dingens ankommt, weil der Boiler voll ist. Ja, okay. Boiler kurz zerstören. Brauchen besseren Tank. Bau. Können wir gleich einen besseren Tank bauen? Da bauen wir einen MK2-Tank. Der dauert länger, bis er voll ist. Da. So. Okay. Wird gesäubert, wird gefiltert, wird gemacht. Du Speedmodul. Können wir das Ganze nicht auch ohne Nebenprodukt machen? Nö, anscheinend nicht. Habe ich jetzt genug für... Nein. Ich sollte mich hier oben bei dem... Genau hier hinstellen und die schnappen. Schnapp, 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 schnapp. Nö. Boah. 25, also insgesamt brauchst du 75 Eisen, so ein Ding. Das ist eine Unverschämtheit, ist das. Na gut. Ja, hier kommt jetzt auch nichts mehr an, weil das ganze Eisen, das ganze Kupfer nicht mehr verarbeitet werden kann. Deswegen nimm doch bitte mal eine große Stahlkiste und sammle das ganze Kupfererz ein. Damit das wenigstens in der Zwischenzeit abgebaut werden kann. Oh, Forschung ist durch. Ja, ich guck mal gleich weiter, was es jetzt noch so für tolle Sachen gibt, die ich haben muss, um mein Spiel wieder so spielen zu können wie vorher. Aber das sieht sonst grün. Nee. Das sieht sonst ganz okay aus. Charakterlogistik-Slots, nein. Bessere Tanks, nö. Bessere Toolbelt, aber 150 Science Packs, nö. Also lila, ne? Nö. Edelsteinverarbeitung. Mach mal die grünen Module so lange, bis ich nicht weiß, was ich machen soll. So, wo ist der große? Da, Large Steel Chest. Du füll bitte mal einfach so diese Kiste. Können wir später noch umändern alles. So, Eisen kommt. Aber es kommt nicht wirklich so super schnell. Können wir jetzt inzwischen MK2? Ja, bauen wir MK2-Modul. Dann brauchen wir mehr, viel mehr. Eisenplatten, Kupferplatten. Ich hätte auch gerne Chips, aber ich denke nicht, dass da welche auf Vorrat sind. Nö. Okay, dann bau so mehr Speedmodule. Eisen. Ja, ist nicht genug flüssiges Eisen. Momentan schaffen wir es kaum, die eine hier auszulasten, geschweige denn zwei. Das ist sehr doof. Und guckt euch mal, wie lange das hier unten dauert, bis die MK2-Module fertig sind. Also, es ist bestimmt immer noch wesentlich effektiver mit den Flüssigkeiten. Aber dadurch, dass man die Sachen jetzt waschen muss, bevor man sie einschmelzen kann, ist das Ganze wesentlich komplizierter geworden.
Das im Sludge ist auch ein bisschen nervig. Weil ja, wir können es aus dem Sludge in einer Zentrifuge, die ich auch gerade gebaut habe, wir können daraus jetzt andere Ressourcen machen, die wir dann auch wieder einschmelzen können. Das Problem ist, das will ich nur gar nicht. Diese paar Kupfererzdinger sind mir nicht so wirklich wichtig, dass ich dafür jetzt noch eine ganze neue Fabrik aufbauen muss. Da, Zentrifuge. Tu das mal dahin. Und stell bitte das da her. Und dann kriegst du von oben dein Sludge. So. Und jetzt produzierst du Stein und andere Sachen. Und das ist einfach alles mal eine Kiste. Und zwar in eine aktive Provider Chest. Das bitte mal abbrechen. Achso. Aktive Provider Chest, damit alles schön in meine. Also, so werde ich das Problem jetzt lösen. Wir haben jetzt so viele Zwischenschritte und so weiter, dass ich einfach alles in eine riesige, riesige 3x3 Logistikkisten packen werde. Und die Roboter verteilen es dann neu. Das ist, glaube ich, die beste und einfachste Lösung. Und du machst jetzt bitte. Geschwindigkeit von Robotern, weil wir die bald brauchen werden. Du da, tu das mal da rein. Dann gucken wir, was das so alles ausspuckt. Die passen schon mal nicht rein, ist okay. Ja, du kommst nicht hinterher, oder? 3,3, 3,4. Nee, du kommst nicht hinterher. Hier, Geschwindigkeit. Ja, jetzt haben wir hier Copper Chunks. 25 Chunks können eingeschmolzen werden zu ihrer Platte. Gut, also bräuchte ich jetzt nochmal ein Blast Furnace für Iron Chunks und nochmal ein Blast Furnace für Copper Chunks, oder wie? Wollt mich doch veräppeln, du Rezept. Ich guck mal, wenn ich gleich 25 habe, ob ich das denn. Okay, es dauert eine Weile. Na gut, wir sammeln jetzt hier Stein. Das ist schon mal sehr gut. Und Stein brauchen wir ja wieder für die Lava. Da ist auch nochmal Stein. Dich machen wir auch mal zu einer aktiven Kiste. Naja, wobei eigentlich sollten wir es direkt dahin transportieren. Ja, okay. Bauen nochmal ein paar Staubsauger. Zwei davon. Und dann werden wir jetzt nach und nach das Ganze hier ein bisschen umbauen, dass es effektiver läuft. Warum kommt hier Wasser an, das nirgendwo hinführt? Mach das Wasser mal weg. Nicht den Stein abbauen. So. Was mit euch? Ja, ihr habt jetzt flüssige Luft drin, aber wir haben kein Rezept, wenn das flüssige Luft braucht. Ich denke. Wird gemacht in den Staubsaugern. Ja, also das reißen wir jetzt komplett ab, so lange, bis ich irgendwas finde, wo wir es wirklich brauchen. Das ist hier ein bisschen übersichtlicher. So, was bist du? Du bist einfach nur ein Rohr, das zu Sachen hinführt, die gar nicht mehr da sind. Okay. Du brauchst immer wieder Stein und Kohle. Müssen wir also gleich mal befüllen. Das heißt, diese ganze Wuselaktion, die wir hier gemacht haben. Oh, das war jetzt gerade nicht so gut. Ja. Die ganze Wuselaktion, die wir hier jetzt gemacht haben, um ganz viele Lava-Händler hinzubauen, die ersetzen wir jetzt durch die Staubsauger, die dann jeweils eine Zufuhr brauchen an Stein und Kohle. Das heißt, eigentlich sollte ich das hier so machen. Ich weiß, was ich tue, keine Sorge. Weg. Ich weiß gar nicht, was ich tue. Ich versuche jetzt gerade in meinem Kopf zusammenzustellen, wie wir am besten die Staubsauger anordnen, damit sie von beiden Seiten befüllt werden können. Weil ich kann sie nicht übereinander packen. Wenn ich sie übereinander packe, dann kommt ja unten bei dem oberen Staubsauger die heißere Lava schon an. Das heißt, wir bräuchten das theoretisch ein frei für ein Ärmchen, dann ein Fließband mit Stein. Und auf der anderen Seite ein frei für ein Ärmchen, dann fließt man mit Kohle.
Also bräuchten wir hier immer abwechselnd Fließbänder, Stein, Kohle, Stein, Kohle. Also Ärmchen, Fließband. Ich sollte das Fließband mal hinsetzen. Da und da. Dann kommt hier wieder einer davon hin. Da kommt wieder ein Fließband hin. Macht mal ein schönes Muster kaputt. So, dann hast du Stein, Kohle. Du bekommst beides. Hier war Kohle, dann kommt da Stein hin. Du bekommst beides. Also muss immer das Ganze umgeben sein davon. Okay. Das hier ist 1400er, ne? Ja, gut. Dann kommst du hier raus. Da runter, da raus, da runter, da raus. Das reicht erstmal. Zack, 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 zack. Zack, zack. So, 1400er. Dann hattest du ein Nebenprodukt. Nee, du produzierst nur heiße Lava. Okay. Dann kommen die hier da hoch, da hoch. Da hoch, da hoch. Da hoch, da hoch. So. Okay. Und hier unten machen wir einen Splitter hin, dass nur einmal Kohle und einmal Stein eingeliefert werden muss. Und das kommt denn von hier irgendwo. Kohle könnte ein Problem werden. Also das, damit hatte ich vorher gar nicht gerechnet. Also wir haben ein Kohlefeld, das ist okay. Aber wir werden ja durchgehend Kohle verballern müssen. Und ich denke nicht, dass man das irgendwie herstellen kann. Also werden wir jetzt nicht losziehen müssen, um irgendwelche Eisenfelder zu annektieren, sondern um das Kohlefeld als Zappe zu bekommen. Gut, ja. Das heißt, dich können wir gleich deaktivieren. Erstmal müssen wir hier aber dafür sorgen, dass genug Stein und Kohle vorhanden ist. So, 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 so. Stein, Stein, Kohle, Kohle. Das heißt, Friemelarbeit. So, glaube ich. Dann hier unterirdisch da lang. Da kommt ein Splitter hin. So, und dann kommt von da unten Ressource Nummer 1. Du gehst da lang, da lang, da lang. Gehst hier unterirdisch. Ja, doch, muss ich so machen. Gehst hier unterirdisch, kommst da raus, verbindest dich mit dem. Du gehst. Du musst weiter nach unten, der Optik halber. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. So, dann noch weiter runter. So, das heißt, du machst so, 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 so. Nein, du machst so. So, so, so. Ja, der Optik halber, das sieht völlig schräg aus. So. Ja. Das. Kann ich das nicht irgendwie schöner machen? Fällt mir jetzt nicht so ad hoc ein, wie. Weil es halt so komisch verwuselt ist. Aber gut, also bei dem einen kommt jetzt Kohle an, bei dem anderen kommt Stein an. Also liefern wir jetzt Stein von hier hinten aus. Gib mal her. Bist du voll? Nein, gib her. So, das weg. Das weg. Du tust jetzt Stein auf ein Fließband hier. Mit einem normalen Ärmchen ruhig, weil so schnell produzierst du das Ganze nicht. Genau. Da kommt jetzt ein Stein. Ein Stein. Du tust das Ganze ebenfalls auf ein Fließband. Ruhig mit einem schnelleren Ärmchen, weil du scheinst öfters benutzt zu werden. Normales, schnelles Ärmchen. Da. Auf ein Fließband, das aber andersrum zeigt. Oh, unterirdische Fließbänder. Da.
runter geht, dahin geht, sich damit verbindet. So, das da hinten machen wir weg. So. Steine kommen. Da hinten irgendwo hin, genau. Nom, 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 nom. Yeah, nein. So. Stopp. Stopp, 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 stopp. So sieht's besser aus. Und dann kommt hier auf dem oberen Fließband später Kohle an.